Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu Jack Ich könnte, weiß Keen. Gott, Wir was sind in erzählen. Kapstadt im Hafen, haben gerade hier drei Bonusgegenstände gefunden. Drei alte leere Helfen Sie der Teedosen. Was auch Wahlföderation, immer ich Moby damit Dick machen zum kann. Präsidenten von Südafrika zu machen. Moby Dick soll Präsident von Südafrika werden. Das ist sehr gut. Ja, wir sind hier in Kapstadt und eiern rum, sollen für unsere Crew rumholen. Den haben wir schon. Aber bevor wir den unserer Crew geben, schauen wir uns hier um, aber hier ist irgendwie gar nichts mehr. Dann gehen wir der Crew jetzt mal den rum. Mal gucken, was dann los ist. So, hier, rum. Bitte, Eric. Hier, nehmt diese Flasche. Aber trinkt nicht zu viel, wir werden unsere Reise bald fortsetzen. Ja. Rum. Na, immerhin. Dann ziehen wir mal los. Um die Häuser. Und kommen erst wieder, wenn wir so richtig Spaß hatten. Bis später, Jack. Tschö. Aber jetzt spricht nämlich dieser sehr, sehr auffällige Mexikaner mit uns. Er wollte nämlich nicht mit uns sprechen, letztens, weil unsere Leute noch da rumstanden. Das fand er nicht so toll. Hallo. Bist du unser Geheimagent, den wir abholen sollen? Na dann, nachts sind alle Katzen grau. Haben Sie etwas gegen Katzen? Haben Sie etwas gegen Katzen? Tja, lassen Sie es mich so ausdrücken. Der frühe Vogel fängt den Wurm? Ich bin weiß Gott kein Frühaufsteher. Ich bin weiß Gott kein Frühaufsteher. Herrje, die Parole! Wie soll ich wissen, ob ich Ihnen vertrauen kann, wenn Sie die Parole nicht aussprechen? Es war nie von einer Parole die Rede. Das stimmt. Nicht? Nee. Verdammt, da haben die Kollegen vom Auswärtigen schon wieder geschlampt. Es sollte einfach mehr Agenten von meinem Schlag geben. Dann wäre auch das Empire nicht dauernd in Gefahr. Also dann, sind Sie Mr. Keen? Kunz. Mein Name ist Mr. Kunz. Kunz. Mein Name ist Mr. Kunz. Oh, verdammt. Sie haben nichts gesehen. Gar nichts. Gehen Sie weiter, Mr. Kunz. Das glaubt er auch noch, oder was? Na dann, nachts sind alle Katzen grau. Vielleicht. Vielleicht. Der frühe Vogel fängt den Wurm? Wenn er es nicht tut. Und wenn es nicht tut? Herrje, wie soll ich wissen, ob... Es war nie von einer... Ja, das wissen wir schon. Verdammt, es sollte... Dann wäre auch... Ja. Also dann. Bin ich Mr. Keen, ja genau. Ja, genau. Schön, schön. Dann werde ich Sie mal ein bisschen einweihen. Okay. Natürlich nicht besonders viel. Immerhin sind Sie nur der Kurier. Also, ich, der beste Agent, den das Empire zu bieten hat, eigentlich werde stimmt. nach Tools Island geschickt, stimmt. Nicht stimmt. um zu schauen, was der abtrünnige Dr. T dort so treibt. Aha. Denn das Empire steht vor einem schweren Schicksalsschlag. Eine seltsame Art von teefressenden Pflanzen frisst die indischen Teeplantagen leer. Nur eine Teesorte bleibt davon verschont. Die Sorte des Dr. T. Seltsam, nicht wahr? Mhm. Teefressende Pflanzen? Eine Teekrise, wie dramatisch. Ich muss mich festhalten. Oh, eine Teekrise, wie dramatisch. Ich muss mich festhalten. Naja, der gewöhnliche Brite könnte sich ja ein wenig in Enthaltsamkeit üben. Aber niemals wird die Queen auf ihren Morgentee verzichten. Und für den Tee der Queen werden Armeen ausgehoben und Generäle in Marsch gesetzt? Viel bedeutender. Die Queen schickt mich. Da, da, da. Ein Teehändler, der Dr. T heißt? Wie albern ist das denn? Ein Teehändler, der Dr. T heißt? Wie albern ist das denn? Ich glaube ja, es ist ein Künstlername. Nein. Teefressende Pflanzen? Ach Quatsch, was soll daran seltsam sein? Teefressende Pflanzen? Ach Quatsch, was soll daran seltsam sein? Also, ich finde das schon ein wenig seltsam. Aber man weiß, dass dieser Dr. T Experimente an Pflanzen vorgenommen hat. Danke, ich habe den vollen Überblick. Ausgezeichnet! Vielleicht ist er auch der Bruder von Mr. T. Wenn Sie der beste Agent des Empire sind, besteht ja kein Grund zur Sorge, oder? Wenn Sie der beste Agent des Empire sind, besteht Grund zur Sorge. Ach, Grund. Oh nein! Denn ein einziger guter Mann kann ausreichen, eine Schlacht zu gewinnen. So habe ich das nicht ganz gemeint. Fehlt wohl an historischer Bildung, wie? Was muss ich denn jetzt dabei tun? Was muss ich dabei tun? Sie können sich erstmal nützlich machen, indem Sie dieses Paket zur Post bringen. Ich? Aber da ist ja nicht mal eine Briefmarke drauf. Das ist Ihr Problem, nicht meins. Wenn Sie das Paket verschickt haben,
bin ich abreisebereit. Hey, ich bin Kapitän und kein... Jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Kurier ist Kurier. Mhm. Gutes Personal ist schwer zu finden heutzutage. Hey, pass mal auf, du, ja. Ja, was führt dieser Dr. T wohl im Schilde? Was führt dieser Dr. T wohl im Schilde? Was er im Schilde führt? Das weiß man ja nicht. Deswegen werde ich ja hingeschickt. Guter Wir Punkt. Wissen nur, dass er seit Jahrzehnten Forschungen an Pflanzen vornimmt. Mhm. Tooth Island ist bekannt für seine fleischfressenden Riesenpflanzen. Vielleicht hat er Manipulationen an ihnen vorgenommen. Mhm. Nur, was das alles mit dem Empire zu tun hat, das muss und werde ich herausfinden. Auf ins Abenteuer! Voran, ihr Burschen! Die Burschen. Oh, ich muss einen Irren über den Ozean schippern. Ich soll also wirklich für Sie den Postboten spielen? Jetzt kommen Sie sich mal nicht so besonders wichtig vor. Na. Als ordentlicher Agent bin ich bestens über Sie informiert. Ich habe Ihren kompletten Lebenslauf vorliegen. Aha. So, was wissen Sie denn über mich? So, was wissen Sie denn über mich? Nun, folgende Geschichte dürfte Ihnen sehr bekannt vorkommen. 1871 wurden Sie als Zweijähriger ins Londoner Waisenhaus eingeliefert. Eltern unbekannt. Einziger Besitz, ein Messer mit einem seltsamen Schlüssel daran. Sie wissen sogar von meinem Messer? Wow. Später sind Sie dann ausgebüxt und erst Matrose, dann schließlich Kapitän auf der London-Indien-Route geworden. Verstehe. Mein Ruf eilt mir wohl voraus. Im Gegenteil. Wir haben Sie ausgewählt, weil Sie bis jetzt so erfolglos waren, dass sich kaum jemand an Sie erinnert. Also jetzt mal langsam. Ich bin auf der London-Indien-Route schnell wie ein geölter Blitz. Wir haben nur von dem Blitz gehört, der letzten Sommer in Ihren Mast eingeschlagen ist. Moment. Keiner kann seinen Lagerraum voller packen als ich. Das wäre vielleicht interessant, wenn Sie mal etwas anderes als Ratten laden würden. Aber ich bin immer noch der einzige Kapitän, der noch nie vom Zoll durchsucht wurde. Aber nur, weil Sie auf der langen Liste der Beamten an der allerletzten Stelle stehen. Na gut, ich hatte in letzter Zeit nicht allzu viel Erfolg. Sehen Sie, Sie sind deswegen eine perfekte Tarnung für einen so wichtigen Mann wie mich. Und jetzt besorgen Sie erstmal eine Briefmarke und bringen Sie dieses äußerst wichtige Päckchen zur Post. Danach sollten wir dann aufbrechen. Ja, okay. Also wir brauchen eine Briefmarke für dieses geheime Päckchen. Ein geheimes Päckchen ohne Briefmarke. Hm. Amanda, wer bist du? Warum kenne ich deinen Namen? Warum stehst du hier? Eben schon, hallo. Eben schon, sondern nicht hier. Na, immer noch auf der Suche nach einem Abenteuer? Bist du die, die sich eben umgezogen hat? Wieso hast du bei dieser Hitze einen Mantel an? Und wieso hast du bei dieser Hitze einen Mantel an? Vermutlich aus dem gleichen Grund, aus dem du Handschuhe trägst. Touché. Na gut, lassen wir dieses Thema. Wo hat eigentlich dein Abenteuer begonnen? Wo hat eigentlich dein Abenteuer begonnen? Ich bin aus Amerika, du weißt schon. Die ehemalige britische Kolonie. Nie davon. Wow, das war aber eine lange Reise bis nach Kapstadt. Und woher kommst du? Aus London. Genau genommen weiß ich das nicht hundertprozentig. Ich bin nämlich in einem Waisenhaus aufgewachsen, seit ich 2 Jahre alt war. Meine Eltern habe ich nie kennengelernt. Glaub mir, manchmal ist es sogar besser, seine Eltern nicht zu kennen. Und wo führt dich dein Abenteuer hin? Ich habe von meinem Bestimmungsort noch nie was gehört. Bin ja nicht aus der Gegend. Ich muss auf eine kleine Insel namens Tooth Island. Ach. Was? Ausgerechnet diese unbekannte Insel? Ich glaub dir kein Wort. Es stimmt aber. Hier ist der Einladungsbrief, den ich erhalten habe. Lass mal sehen. Tooth Island. Stimmt. Na gut. Es ist zwar seltsam, aber du hast das gleiche Reiseziel wie meine Crew und ich. Sehr seltsam. Oh, wunderbar. Würdet ihr mich mit an Bord nehmen? Brrr. Jemand wie du darf natürlich umsonst mitfahren. Wirklich? Oh, vielen Dank. Ich habe nämlich auch gar kein Geld mehr natürlich. Übrig. Wie gut, dass ich dich getroffen habe. Bis später. Sind ja ein Gentleman. Der Brief, den sie mir gab, mit einer Marke drauf. Mit einer Marke drauf. Kann ich das jetzt irgendwie... Gute Idee. Aber zuerst müsste ich die Briefmarke lösen. Okay, da brauchen wir irgendwie also Dampf für. Gibt's denn jetzt hinten? Kann man hier hinten irgendwie... Ein paar Pennies, damit ich mir ein neues Schiff kaufen kann. Nein, gibt ja keine Pennies für ein neues Schiff. Auf das Schiff kann ich nicht drauf, okay. Also, wie löst man denn eine Briefmarke ab? Mit Dampf. Hier oben auf dem Dach qualmt ein Schornstein. Aber ich weiß nicht, ob wir bis aufs Dach kommen. Von hier aus scheinbar nicht. Ach, was soll's. Hört ja doch keiner zu. Genau, hört eh keiner zu. Also hör auf zu quatschen.
Nee. Ich könnte weiß Gott was erzählen. Der Brief, den sie mir gab, mit einer Marke drauf. Machen die Wespen vielleicht die Briefmarke ab? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Schade. Ich weiß nicht, wüsste nämlich auch nicht, warum sie das tun sollten. Geht's hier runter? Da. Ah, was sage ich, macht keinen Unterschied. Da gibt's aber auch sonst nichts. Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän, der sein Schiff verloren hat. Ja. Wir könnten ja mal auf unser Schiff gehen, wo er immer von Schiff redet. Wenn wir da jetzt drauf kommen auf unser eigenes Schiff. Weil da haben wir noch unser Geld versteckt, hat er vorhin gesagt, der Jack. Spurte, renn, Jack, renn! Nee, ablegen. Will ich ablegen? Ich will nicht ablegen, ich will nur mal aufs Boot. Ich sollte erst ablegen, wenn dieser Agent bereit ist, an Bord zu gehen. Da hast du recht. Okay, also da können wir nichts tun. Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän. Da können wir auch nichts tun. Oder kann man das hiermit abschaben? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Ich könnte weiß Gott was erzählen. Tja. Helfen Sie da. Ist sie immer noch hier drin? Oder ist das jetzt Amanda? Tja, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Dann war das. Tja, hier gibt's nichts mehr zu sehen. War das Amanda? Wollen wir mit dem nochmal reden? Na, noch immer interessiert an einem Gespräch mit einem erfolgreichen Abenteurer? Ein bisschen. Ist mir doch egal, ob sie erfolgreich sind. Ist mir doch egal, ob sie erfolgreich sind. So reagieren die meisten erfolglosen Abenteurer. Okay. Der erzählt uns auch nichts mehr. Der vielleicht? Oder können wir nur was kaufen bei dem? Ja, bitte. Ja, bitte. Haben Sie zufälligerweise Briefmarken? Herrgott, Sakra, schon wieder! Was? Ich habe es dem Mexikaner doch auch schon gesagt. Ich habe keine Briefmarke. Der Mexikaner. Sie meinen, dieser Kerl wollte sein Paket frankieren, hat es aber nicht geschafft. Geil. Er hat kläglich versagt, könnte man so sagen. Und ehe auch Sie mich fragen, nein, ich werde keine Ausnahme machen und das Päckchen umsonst annehmen. Schade. Kann ich Ihr Post aufgeben? Das frage ich jetzt, nachdem ich gefragt habe. Kann ich Ihr Post aufgeben? Ja. Wie man auch an dem Briefkasten dort drüben sieht. Ja, guter Anhaltspunkt. Ich komme später wieder. Okay. Tja, aber wie kriegen wir denn jetzt die Briefmarke da ab? Sind ja auch irgendwie so ein Hotbutton? Nee. Da oben ist ja überall der Dampfrauch aus den Schornsteinen. Aber das hilft mir alles gar nichts. Fallenaufspürer stoppt eine große Rolle in Fels. Was ist der? Der Hai? Oder kann der Hai vielleicht die Briefmarke abbeißen? Ah, was sage ich? Klingt irgendwie ein bisschen sehr weit hergeholt, aber. Aber man weiß ja nie. Also ich kann dieses Spiel noch ganz schwer einschätzen, wie das drauf ist mit verrückten. Was war da? Mit verrückten Rätseln. Achso, Schild. Eine kleine Spende. Der schlaue Hai. Der schlaue Hai. Der Brief, den sie mir gab, mit einer Marke drauf. Das wird nicht funktionieren. Schade. Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän. Oder wir reden nochmal mit dem ehemaligen Kapitän, dem wir aber nicht helfen, der uns helfen soll. Ein paar Pennys, damit ich mir ein neues Schiff kaufen kann. Vielleicht hat er jetzt eine neue Gesprächsoption. Oder haben wir irgendwas vergessen, übersehen bei ihm. Vielleicht haben Sie jetzt eine Spende für mein neues Schiff. Fürs Pfeiferauchen scheint der Geld auch noch zu reichen. Haben wir ihn auch schon fürs mal gesagt. Fürs Pfeiferauchen? Naja, wenn ich jemand... Dann könnte ich mich... Bis später. Aber mit der Pfeife... Kann ich ihn nehmen? Hey, der Herr. So einfach möchte ich mich nicht von dem guten Stück trennen. Aber ich brauche sie. Mit der Pfeife... Das scheint nicht zu funktionieren. Warum denn nicht? Ich dachte, ich könnte da jetzt, wie wird Wasserdampf? Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän! Tja. Es erfüllt sicherlich einen sehr wichtigen Zweck. Auf jeden Fall tut es das. Aber was tun wir denn jetzt? Mit dem nochmal reden?
Montgomery Burns. Wo ist eigentlich Ihr Schiff? Da drüben. Hey, die Mühle ist ja nur Schrott. Die Mühle macht eineinhalbfache Fregattengeschwindigkeit. Sie macht von außen nicht viel her, aber sie hat echt was los, Monty. Ja, sie hat zum Beispiel die hässlichste Galionsfigur, die ich je gesehen habe. Pass mal auf, ja? Sie können gleich zu Fuß nach Tooth Island gehen. Sie können gleich zu Fuß nach Tooth Island gehen. Da werde ich wahrscheinlich noch eher ankommen, als wenn ich auf Ihrem Kahn mitfahre. Ich bringe jetzt besser mal das Paket zur Post. Ich dachte, der sagt noch was. Sagen Sie mir Bescheid, sobald Sie mein wichtiges Paket verschickt haben. Okay. Auch keine Chance. Ablegen will ich natürlich auch nicht. Ach, kann ich jetzt hier vielleicht... Da ist ein bisschen eine leere Teedose von Dr. T's Feind. Ja, kann ich hiermit jetzt irgendwie das Wasser... Oh. Wasser... Das scheint nicht zu funktionieren. Mist. Das scheint nicht zu funktionieren. Hier mal reingucken? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Naja, ganz ehrlich... Mit einem Messer solltest du ein Paket doch öffnen können. Kann ich auf die Pfeiltasten gehen? Ist doch Point and Click. So wie ich es mag. Tja, was man jetzt mit dieser, oder wie wir die Briefmarke von diesem Einladungsschreiben abkriegen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht die Outdoor-Schere. Naja, wir werden es in der nächsten Folge mal herausfinden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und tschüsschen.